Willkommen zu einer neuen Folge von Strick mit Calypso. Ich freue mich, euch wiederzusehen und ich habe heute ganz, ganz viel für euch mitgebracht. Aber zuerst möchte ich euch gerne erzählen, dass ich gestern im Schloss Sanssouci spazieren war, in schöner Begleitung. Und falls ihr mal nach Berlin zu Besuch kommt oder in der Umgebung lebt oder bei Potsdam in der Nähe lebt, dann kann ich euch das wirklich empfehlen als im Ausflugsziel. Denn ich bekomme öfters Nachrichten von euch, die nach Berlin kommen zu Besuch und nach Wollgeschäften fragen, welche Wollgeschäfte gibt es so in Berlin. Darauf antworte ich natürlich sehr gerne und gebe die Liste weiter an Wollgeschäften, die es gibt hier in Berlin. Aber es gibt natürlich auch andere schöne Dinge, die man machen kann hier und in der Umgebung, wie zum Beispiel eben das Schloss Sanssouci besichtigen. Das ist ein kleines Schloss. Aber es ist sehr, sehr süß. Die Besichtigung lohnt sich. Es gibt nicht nur das Schloss, es gibt mehrere Gebäude und Attraktionen, die man besichtigen kann in dem ganzen Park. Und natürlich eben auch den Park oder den Garten dieses Schlosses, der wunderschön ist und wo man etwas verweilen kann. In dieser Übergangsphase im Frühling weiß man oft nicht, wie soll man sich anziehen, wie viele Schichten soll man anziehen, wird es dann doch kalt, fängt es dann doch an zu regnen. Da finde ich das immer super praktisch, Layering zu machen. Ich ziehe mich immer nach diesem Prinzip an, außer es ist 30 Grad, aber sonst arbeite ich immer mit Layering, das heißt, dass ich immer mehrere Schichten anhabe. Das habe ich gestern gemacht, es ist doch wärmer geworden, als ich dachte. Und das heißt, ich habe mein Pullover Emily angezogen mit dem passenden Rock dazu. Ich füge euch ein kurzes Video oder Foto davon ein. Und mit Leggings und dann habe ich noch eine weitere Strickjacke drüber gezogen, die meine ehemalige Chefin gestrickt hatte in dem Wollladen, in dem ich gearbeitet hatte. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was für eine Anleitung das ist. Ich weiß nur, dass es Garn, glaube ich, von Davy Bliss war. Aber diese Jacke, die schmeiße ich ganz gerne drüber, weil der ein bisschen oversize ist. Tagsüber ist es dann wärmer geworden, das heißt, ich konnte mich dann langsam ausziehen, habe erst die Strickjacke ausgezogen und dann noch die Leggings und dann hatte ich ein super angenehmes Outfit und später auch mein Pullover, weil ich unter dem Emily-Pullover auch noch eine Bluse drunter an hatte. Aber auf jeden Fall war der Tag wunderschön. Ja, ich habe wie immer meine Strickkleidung spazieren gebracht oder spazieren getragen. Besser gesagt. Ja, dann kann ich auch damit weitermachen, was ich heute trage. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr diesen süßen Pullover bestimmt schon mal gesehen. Und den habe ich auch schon in vorherigen Videos bereits vorgestellt. Das ist ein Pullover, den ich mir selber ausgedacht habe und von dem ich das Garn zum Großteil selber gesponnen habe. Außer dieses Bouclé-Garn und dieses silberne Garn. Das sind gekaufte Garne, aber das gelbe Garn und dieses türkisgrüne, das habe ich auch selbst gesponnen an meinem Spinnrad und diesen Pullover habe ich in der Runde von oben nach unten gestrickt und dann hier etwas enger anliegender gemacht, an den Ärmeln auch und eben diesen interessanten Halsausschnitt hier gemacht mit dem V-Ausschnitt und dann später wieder Maschen aufgenommen, um die Rippen hier zu stricken und deswegen habe ich hier so eine kleine V-Öffnung und diese Art kleine Brücke hier. Das wollte ich gerne nochmal machen mit einem anderen Projekt und habe deswegen das Garn Ulysse von Derirum Natura ausgepackt, das ich letztes Jahr mir gekauft hatte mit meinem Geburtstagsgutschein. Das heißt, wir steigen gleich in die Whips ein, also Work in Progress. Ich zeige euch mal schnell dieses schöne Garn von Derirum Natura. So sieht dieses schöne Garn aus, das heißt Ulysse. Die Marke ist Derirum Natura, das ist die Farbe Poivre Blanc und das ist die Farbe Aster. Ja, oder Aster, weil es eine französische Marke ist. Es ist Merino Garn, es ist kadiert und nicht gekämmt. Das bedeutet, dass das Garn etwas ungleichmäßiger ist und auch mehr Luft einschließt und deswegen etwas flauschiger ist. Und es fühlt sich super, super gut an. Es ist wirklich ein besonderes Garn. Es ist nicht das typische Superwash Merino gekämmt, das man so am Strang findet und mit dem man ja fast alles machen kann, sondern das hier fühlt sich wirklich anders an. Es ist super weich, super angenehm und eben so etwas luftig. Und die Idee war eben, dass ich auch ein Top-Down T-Shirt machen wollte mit auch einem V-Ausschnitt und dann diesen V-Ausschnitt so schließen, damit ich hier diese kleine Öffnung habe.
Aber leider beim Stricken macht man eben viel Trial and Error, also Learning by Doing oder einfach probieren und wieder aufziehen. Das ist auf jeden Fall meine Herangehensweise meistens, weil ich eben mir gerne selber Sachen ausdenke und weniger nach Anleitung stricke. Aber das möchte ich in den nächsten Wochen ein bisschen ändern. Aber dazu komme ich danach. Und zwar habe ich dann eben Maschen angeschlagen mit diesen zwei wunderschönen Farben. Und ich wollte auch gerne Intarsie machen, weil ich habe diese zwei Farben. Ich habe drei Knäuel von diesem. Für mich ist das wie eine ein bisschen Auberginenfarbe. Und eins, zwei, drei, fünf Knäuel von diesem Poivre Blanc, also weißem Pfeffer. Und die läuft auch ziemlich weit, dieses Garn. Ich habe das mit einer 3,5er Nadel angeschlagen und es hat 185 Meter auf 50 Gramm. Also es läuft wirklich sehr warm, weit und es ist sehr flauschig und so ein bisschen bouncy. Das heißt, ich habe Masch angeschlagen, um eben einen Pullover oder eine Art T-Shirt top-down zu stricken. Aber leider, da dieses Garn so etwas ungleichmäßig ist, haben die Zunahmen einfach nicht gut ausgesehen. Das heißt, wenn man eben top-down strickt, dann nimmt man in mehreren Reihen, hat man, also bei meiner Größe zum Beispiel, vier oder fünf Zunahmereihen, in denen man jeweils sehr viele Maschen mit wenig Abstand zunimmt. Das heißt zum Beispiel eine Masche stricken, eine Masche zunehmen, eine Masche stricken, eine Masche zunehmen und dann in der zweiten Zunahmereihe vielleicht zwei Maschen stricken, eine Masche zunehmen, zwei Maschen stricken, eine Masche zunehmen und in der dritten und so weiter. Das sah aber mit diesem Garn einfach nicht so gut aus, weil das eben so ein bisschen ungleichmäßig ist und das Resultat hat mir nicht gefallen. Ich glaube, ich habe hier noch ein Foto, wie ich das dann wieder aufgezogen habe, weil ich nicht zufrieden damit war. Ja, so ist das eben manchmal, wenn man Sachen improvisiert und selber strickt, dann muss man eben ausprobieren und nochmal machen. Das ist aber nicht schlimm, denn ich finde, das ist eine viel größere Zeitverschwendung, das Ding dann fertig zu stricken, in dem Wissen, dass es nicht gut passt oder einfach nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Das heißt, auch wenn ich da vielleicht schon 5 oder 10 Stunden dran gestrickt hatte, hat es einfach nicht so funktioniert. Und ich habe dann mit einem unguten Gefühl gestrickt, weil ich eben das Wissen hatte, ah, das funktioniert so nicht, das wird einfach nicht klappen. Und wenn ich dann weiter stricke und das zu Ende stricke, aber dann das Teil nicht so gut aussieht und nicht so gut sitzt, dann werde ich das ja auch nicht anziehen. Und dann war das ja doppelt Zeitverschwendung. Deswegen finde ich das immer besser, wenn man das wieder von vorne anfängt und nochmal hinlegt und überlegt und vielleicht dann auch mit der Maschenprobe nochmal misst und einfach herumprobiert, bevor man dann endgültige Entscheidungen trifft und dann wirklich das Kleidungsstück dann fertigstellt, weil ich möchte es ja dann auch am Ende tragen und was davon haben. Der weitere Punkt, den ich erwähnen wollte, ich bin gerade ja ein bisschen so im Intarsia-Fieber. Durch diesen einen Intarsia-Pullover, den ich gestrickt habe und den passenden Schal, den ich dazu stricke, den zeige ich euch aber heute nicht, weil den habe ich schon in den zwei letzten Folgen gezeigt und ich habe da schon ein bisschen weiter gestrickt, aber ich zeige euch das dann, wenn es fertig ist. Das ist interessanter, glaube ich. Und ja, das heißt, ich wollte hier auch Intarsia machen, aber ich werde, glaube ich, wahrscheinlich das eher in Teilen stricken und eben nicht in einem Stück, so wie ich das erst überlegt hatte. Ja, das heißt, ich habe es wieder aufgezogen, ich habe noch nichts Neues angeschlagen, aber ich denke, in der nächsten Folge werde ich bestimmt dann angeschlagen haben, was ich mir vorgestellt habe und werde das dann in Teilen stricken und von unten nach oben und dann etwas methodischer vorgehen, weil ich eben jetzt schon weiß, wie dieses Garn sich verhält. Und ich werde wahrscheinlich eine Set-in-Sleeve-Konstruktion machen. Das bedeutet, dass ich dann Maschen hier um den Armausschnitt aufnehmen werde und dann mit verkürzten Reihen die Armkugel zu machen und dann den Arm so zu stricken. Das heißt, ich werde ja wirklich wie ein T-Shirt-Schnitt das machen. Das ist auf jeden Fall jetzt der Plan und die Idee, wie das hoffentlich funktionieren wird. Und heute möchte ich, wenn ich schon über so Schulterkonstruktionen spreche, ein bisschen über das Thema Sattelschulter sprechen. Denn seit ein paar Wochen bin ich ein bisschen fixiert auf Sattelschultern und ich möchte ein bisschen mehr in diese Sattelschulterkonstruktion weiterdenken. Denn ich kann mich nicht erinnern, schon mal eine Sattelkonstruktion gestrickt zu haben. Aber ich finde, das sieht total gut aus und elegant, wenn man eben die Schultern so etwas betont hat. Was manche vielleicht bei Frauen nicht so gut finden können, weil ich habe schon eher so starke Schultern und wenn ich die Schultern betone, dann sieht es
kommen die vielleicht noch mehr zum Vorschein, aber das finde ich gut. Und das möchte ich machen, mich mit Sattelschultern ein bisschen mehr auseinandersetzen. Und es gibt verschiedene Arten, Sattelschultern zu stricken. Natürlich, es gibt für alles verschiedene Herangehensweisen. Und zwar habe ich da erst das Buch von Barbara G. Walker herangezogen. Das zeige ich euch schnell. Hier sind ganz viele Methoden beschrieben, wie man eben von oben nach unten, also Knitting from the Top. Und es gibt eben auch mehrere Optionen, wie man Sattelschultern stricken kann. Ich habe auch noch in einem anderen Buch geguckt, nämlich in dem hier. Und da werden auch verschiedene Schulterkonstruktionen beschrieben und auch verschiedene Sattelschulterkonstruktionen. Das finde ich super spannend, darauf habe ich gerade Lust. Es gibt noch eine andere Art, Schultern zu konstruieren, die ähnlich ist wie die Sattelschulter und die nennt sich Contiguous Shoulder oder Contiguous Saddle Shoulder. Das ist so etwas zwischen Raglan und Sattelschulter, würde ich jetzt von meinem Empfinden sagen. Ich bin nicht der größte Fan von Raglan. Ich finde, Raglan sitzt bei mir nicht so ganz gut. Aber in das Thema Raglan werde ich jetzt nicht einsteigen, was man jetzt machen kann, damit Raglans besser sitzen. Das ist ein anderes Thema. Wir bleiben heute bei der Sattelschulter, um nicht zu viel durcheinander zu kommen. Habe ich euch auch in der letzten Folge erzählt, dass ich Lust habe, einfach nach Anleitung zu stricken und eben nicht nur mir selber Sachen ausdenken möchte, sondern mich wirklich auch hinsetzen, die Anleitung lesen und stumpf das stricken, was da steht, ohne nachzudenken. Darauf habe ich Lust. Deswegen habe ich dann in Ravelry recherchiert und auch mit der Hilfe von einer netten Freundin, die auch für mich recherchiert hat nach Sattelschultern und mir ein paar Vorschläge geschickt hat, habe ich eben zwei Modelle herausgesucht, die ich gerne machen möchte. Das erste Modell, das habe ich bereits angefangen zu stricken. Und das ist eine Sattelschulterkonstruktion, die auch hier drin beschrieben ist und die wirklich super easy ist. Also dafür hätte ich die Anleitung nicht kaufen brauchen, aber weil man sich das selber ausrechnen kann und selber sehr leicht ausdenken kann und die Schemata, die hier drin sind, sehr explizit und sehr, sehr gut beschrieben sind. Aber wie gesagt, ich wollte das einfach gerne so stricken, wie es da steht und gerne eine Anleitung von jemand anderem durchlesen und nachvollziehen können und dann das so nach und nach stricken und dabei Spaß haben und nicht selber mir das Gehirn, nicht mein eigenes Gehirn aktivieren, sondern das verwenden, was andere schon gemacht haben. Ich wurde angerufen oder der Speicher war voll, eins von beiden auf jeden Fall, hat es nach der Hälfte aufgehört aufzunehmen und ich hoffe, ich wiederhole mich jetzt beim zweiten Versuch nicht zu viel, aber ich glaube nicht, weil ich habe mir das kurz angeguckt, was ich schon erzählt habe und versuche da wieder einzusteigen. Ja, ich war bei den Sattelschultern von dem Osetta Top, von dem Lex Tee von Osetta stehen geblieben. Ich füge euch ein Foto ein von dem Design, das ich ausgewählt habe, um in die Sattelschultern einzusteigen. Und dafür habe ich ein Garn verwendet, das ich mir letztes Jahr auf dem Barcelona Knits Festival gekauft habe. Und da ist es doch ganz gut, wenn man manchmal oder wenn man eine kleine Wollkollektion hat. Das ermöglicht einem nämlich, wenn man abends um 22 Uhr da sitzt und dann wahnsinnig tolle Einfälle hat, was man denn gerade stricken möchte und dann was auf Ravelry findet, das man gerade passend und perfekt findet, dann kann man einfach seinen Wollschrank aufmachen und hoffentlich das Passende finden. Das war zum Glück der Fall, denn ich habe dieses Garn mir letztes Jahr auf dem Barcelona Knits Festival gekauft. Das ist von Casasol, handmade in Spain, 100% Wolle, 300 Meter auf 100 Gramm. Ich finde die Farbe super schön. Das ist für mich so eine Art Vanillefarbe. Ich nehme sie jetzt auch etwas anders wahr als an dem Tag, an dem ich sie gekauft habe. Sie gefällt mir wirklich sehr, sehr schön. Gut, ich finde sie sehr, sehr schön. So eine Art Vanilleton passt, glaube ich, ganz gut zu mir. Die Baumwolle ist auch super weich. Ich habe erstmal eine kleine Maschenprobe gemacht, bevor ich die Anleitung auf Ravelry gekauft habe, um zu schauen, ob die Maschenprobe auch passt. Und ich glaube, ich hatte eine Masche mehr oder weniger als in der originalen Maschenprobe vorgegeben. Achtung, das kann täuschen, wenn man nur eine Masche oder mehr oder weniger hat als in der Anleitung vorgegeben, dann sollte man trotzdem gut rechnen und aufpassen, denn das kann schon einen großen Unterschied machen, wenn man nämlich viele Maschen aufnimmt, dann häufen sich natürlich diese fehlenden oder zusätzlichen Maschen und das kann schon ein paar Zentimeter dann ausmachen in dem
fertigen Kleidungsstück. Das heißt, es kommt darauf an, was für einen Effekt ihr erzielen wollt. Solltet ihr schon aufpassen und überlegen, brauche ich die ganz genaue Maschenprobe oder kann ich da ein bisschen nachsichtig sein? Ich möchte diesen Oversize-Look auf jeden Fall haben und deswegen dachte ich, ich schlage die Größe M an, und damit es auf keinen Fall zu klein wird und eher ein bisschen Oversize aussieht. Ich habe die Maschenprobe gestrickt, es hat ganz gut gepasst. Die Baumwolle fühlt sich weich an. Ich habe schon super, super lange nicht mit Baumwolle gestrickt. In meinen Anfängen, als ich angefangen habe zu stricken, habe ich ein paar Mal mit Baumwolle gestrickt. Aber Baumwolle ist eben nicht elastisch, sondern eher hart. Und deswegen ein bisschen anstrengender zu stricken. Aber im Moment finde ich die so weich und meine Finger haben jetzt noch nicht angefangen, haben noch nicht angefangen, weh zu tun. Also alles gut, kann ich empfehlen. Ein super schönes Garn. Und ich zeige euch, wie weit ich gekommen bin. Hier ist der Anfang von diesem Osetta-Top. Lake's Tea von Osetta. Ich verwechsel das immer. Ich bin ganz, ganz glücklich. Vielleicht merkt ihr das auch. Ich hoffe, ich wiederhole mich nicht. Aber es macht mir gerade großen Spaß, das zu stricken. Und zwar strickt man eben erst diese zwei Stege für die Schultern. Das sind diese Streifen hier. Die kann man auch gleichzeitig stricken und die sind identisch. Das sind einfach zwei Rechtecke, die man strickt. Und dann nimmt man Maschen an dem einen Steg auf, an der langen Kante, schlägt neue Maschen an für den Halsausschnitt und nimmt dann an dem zweiten Steg, die zweite Schulter, auch Maschen auf. Das ist also jetzt gerade der Rücken, den ich stricke. Das sitzt also so, das sind die Schulterteile. Und ja, an den Schultern macht man hier noch verkürzte Reihen, damit es eben besser sitzt. Und es macht einfach gerade total Spaß, das zu stricken. Die Farbe gefällt mir auch wahnsinnig gut. Das hatte ich jetzt nicht erwartet, dass die mir so. Ich weiß nicht, ob die mir so schmeichelt, aber bilde mir ein, dass sie mir schmeichelt, dass sie mir gefällt auf jeden Fall. Und es macht gerade total Spaß, einfach die Anleitung zu lesen und nicht nachzudenken. Und das Resultat ist einfach schön, das Garn ist schön, deswegen freue ich mich einfach richtig darauf, das zu tragen und das zu stricken. Also das ist die eine Art, wie man Sattelschultern stricken kann. Wie gesagt, wenn man das Buch von Barbara G. Walker hat, kann man sich das auch selber ausdenken. Und selber ausrechnen, da muss man nicht unbedingt die Anleitung von Osetta kaufen. Aber andererseits kann man auch unabhängige Designer unterstützen, indem man ihre Anleitung auf Ravelry kauft. Und es ist ja auch immer ein Lernprozess, wenn man eine Anleitung von jemand anderem liest, die nachzuvollziehen, macht dann auch Spaß und es kann ja auch helfen dann als Vorlage sozusagen, wenn man einen Top gestrickt hat, das einem gut passt, aber es dann noch anpassen möchte und eigene Wünsche einbringen möchte, dann hat man da schon die Anleitung und kann das ein bisschen modifizieren. Und es macht ja natürlich auch Spaß und erleichtert den ganzen Prozess. Also da bin ich gerade mit dieser Sattelschulterkonstruktion, die eben empfehlenswert ist zum Einsteigen in die Sattelschulter. Dann gibt es noch eine andere Sattelschulterkonstruktion, die ich euch gerne kurz vorstellen möchte. Und zwar habe ich da eben von einer Freundin eine Anleitung geschickt bekommen, die ich euch hier einfüge, beziehungsweise das Foto einfüge. Die Anleitung habe ich noch nicht gekauft. Das heißt, ich kann euch das jetzt nicht im Detail erklären, aber da funktioniert die Sattelschulter etwas anders. Und zwar strickt man es in einem Stück von oben nach unten und trennt sozusagen auch Maschen für die Schulterpartie hier ab und hat dann auch eine Art Steg und nimmt dann immer Maschen auf jeder Seite von diesem Steg zu, um eben hier ja, die Schulterpartie zu formen. Das finde ich auch super interessant und darauf habe ich dann als nächstes Lust. Ja, dafür habe ich auch schon ein Garn im Auge, das ich mir auch letztes Jahr auf dem Barcelona Knits Festival gekauft habe. Aber das Muster in dieser einen Anleitung, das gefällt mir nicht ganz so gut. Das ist, glaube ich, ein Reißmuster oder Moss-Stitch. Ich weiß nicht genau, wie das auf Deutsch heißt. Auf jeden Fall sind das rechte und linke Maschen, wie im Rippenmuster, aber die sind dann so versetzt. Der Effekt davon gefällt mir aber nicht so ganz. Deswegen werde ich diese Anleitung nicht eins zu eins so nachstricken. Ich habe auch die Maschenprobe noch gar nicht überprüft. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das mit dem Garn zusammenpasst, das ich gerne verwenden würde. Ja, wie ich eben meinte, man kann Anleitungen entweder wirklich eins zu eins lesen und Schritt für Schritt so nacharbeiten, wie es einem erklärt wird, oder einfach als Vorlage verwenden, um dann als Start
Punkt zu benutzen und dann anzupassen nach den eigenen Wünschen. Und das werde ich eben mit dieser zweiten Anleitung wahrscheinlich machen, wenn ich mich dann etwas mehr damit auseinandergesetzt habe. Es gibt eben im Stricken super viele verschiedene Arten, ein Kleidungsstück zu konstruieren und nicht nur die langweilige Rundpasse sozusagen von oben nach unten oder Raglan. Alles hat seine Vor- und Nachteile und es macht Spaß, unterschiedliche Konstruktionen auszuprobieren. Erstens, weil es das Stricken interessanter macht und andererseits, weil man auch unterschiedliche Kleidungsstücke tragen möchte und nicht dasselbe Kleidungsstück in grün, blau, gelb und rot, sondern eben da Variation bei mir auf jeden Fall sehr willkommen ist. Ich glaube, das war's zu dem Sattelschulter-Thema. Dann habe ich noch zwei Dinge, drei Dinge, die ich euch noch gerne erzählen möchte. Erstens ist das Top Margarita fertig. Voilà! Ich glaube, ich war stehen geblieben, dass ich... Vielleicht fange ich von vorne nochmal an. Ich habe provisorische Maschen angeschlagen, hier unten. Und das in der Runde gestrickt bis zu den Armausschnitten. Dann habe ich eben getrennt für Vorder- und Rückenteil. Und den vorderen Halsausschnitt, er ist etwas tiefer als der Halsausschnitt im Rücken. Und da habe ich hier nochmal Maschen stillgelegt, vorne und hinten, um dann die Träger zu separieren und zu stricken. Und die Träger habe ich dann mit der Drei-Nadel-Technik hier oben zusammengestrickt. Man sieht den Übergang gar nicht. Ich finde das Muster hier an den Seiten total schön. Das erinnert mich eben an Gänseblümchen. Deswegen habe ich das Top auch Margarita getauft. Und ich freue mich sehr über dieses neue Top-Design, das ich dann meiner Sommertop-Kollektion hinzugefügt wird. Ich habe hier auf den Trägern auch noch kleine Gänseblümchen gestrickt, hier vorne. Auf dem Vorderteil nur, auf dem Rückenteil habe ich keine Gänseblümchen auf den Trägern, aber dafür auch unter dem Ausschnitt. Hier, das finde ich ganz schick, denn der Ausschnitt im Rücken ist höher als vorne und da fand ich das ganz schön, hier noch Gänseblümchen hinzuzufügen. Zum Schluss habe ich das Top mit I-Cords fertiggestellt. Ich finde immer, dass es ein super elegantes Finish ist und das verhindert auch, dass sich die Kanten einrollen. Wie ihr seht, liegt es schön flach. Ich habe das Teil schon von Hand gewaschen und auch leicht gespannt. Für die I-Cords ist es wirklich simpel. Man nimmt die Maschen, die man hier stillgelegt hatte, wieder auf die Nadel auf und nimmt neue Maschen hier an den Kanten auf und macht dann die I-Cord, das Abketten mit dem I-Cord. Und was ich jetzt noch machen muss, was mir übrig bleibt, ist eben die Maschen von den I-Cords zunähen. Und unten habe ich den provisorischen Maschenanschlag eben aufgemacht und eben auch ein I-Cord-Finishing gemacht. Das Top fühlt sich sehr gut an. Ich hatte das jetzt einmal an. Ich habe noch keine Fotos gemacht, aber ich hoffe, dass ich dann im nächsten Video Fotos und Videos dann einfügen kann von diesem Top. Es trägt sich super schön. Ich finde, es sitzt sehr schön. Es ist, schmeichelt auf jeden Fall der Figur durch dieses seitliche Lochmuster. Und das Garn ist einfach traumhaft weich. Es fühlt sich super, super schön auf der Haut. Und es ist ganz, ganz leicht. Also ich freue mich drauf, das im Sommer jetzt zu tragen, wenn die Temperaturen etwas wärmer werden. Jetzt kommt noch ein kleiner Aufruf zum Teststricken. Es haben sich schon zwei, drei Kandidatinnen gemeldet, die gerne mitmachen möchten und die Anleitung testen möchten. Ich freue mich, wenn sich noch die ein oder andere meldet und mitmacht beim Testen von diesem Top. Das wäre super, super und darüber würde ich mich sehr freuen. Da gerade die Rede ist von Teststricken, das Teststricken von dem Flowering Cardigan hat begonnen. Ich freue mich sehr, die Versionen der Testerinnen zu sehen und dann auch die Anleitung veröffentlichen zu können, damit dann mehr unter euch diese Anleitung dann auch und diesen Cardigan dann auch nachstricken können. Für die, die neu dabei sind, das ist der Flowering Cardigan, der dann hoffentlich in den nächsten Wochen dann auf meiner Website und auf Ravelry online sein wird. Und ich lade euch ein, diesen Cardigan dann auch nachzustricken, wenn er euch gefällt. Das Garn ist auch von Manos del Uruguay, wie bei dem Margarita Top. Ja, diese Kollaboration macht mir sehr viel Spaß, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe noch eine Neuigkeit für euch oder für mich, besser gesagt, denn ich habe ein Angebot bekommen für eine Stelle. Ich habe noch nicht unterschrieben, aber ich habe mir trotzdem schon eine Freude gemacht und ihr könnt euch vorstellen, was für eine Freude ich mir gemacht habe. Denn ich war bei der Wollnerin, weil die Wollnerin, das ist das Wollgeschäft hier in Berlin-Schöneberg, bald Berlin verlässt und wegzieht und deswegen ganz schöne Angebote hatte.
am 1. Mai ist sie dann weg, deswegen habe ich gerade rechtzeitig mein Jobangebot bekommen, um mir eine kleine Freude zu machen. Und ich zeige euch, was ich mir da gegönnt habe. Das ist ein super schönes Garn von Erica Knight, Wool Local. Mit diesem Garn habe ich schon lange geflirtet. Ganz lange bei der Wollnerin, aber ist mir nie gekauft. Da die Wollnerin aber geht und ich was zu feiern hatte, habe ich mir das jetzt gegönnt. Das ist 100% Wolle und auch eine ganz besondere Zusammensetzung. Und zwar ist das Blueface Leicester und Masham Garn aus England. 450 Meter auf 100 Gramm. Super, super schönes Garn. Ein bisschen rustikal. Und ich konnte mich noch nicht so ganz entscheiden, welche Farbe ich nehmen soll. Sie hatte auch nicht mehr so viel da, weil sie eben viele Rabatte hat durch ihren Umzug. Das heißt, ich kann euch empfehlen, jetzt noch bis Ende April bei der Wollnerin vorbeizuschauen. Bevor sie umzieht, hat sie eben interessante Angebote. Und ja, ich bin schwach geworden. Ich habe mir das endlich gegönnt. Ich habe nämlich davon geträumt. Und ich kaufe mir selten so spontan Garn. Ich denke lieber nach, ich schlafe lieber drüber und gehe dann am nächsten Tag nochmal hin. Und wenn ich dann die ganze Nacht über dieses Garn nachgedacht habe oder davon geträumt habe, dann gehe ich mir das kaufen. Aber ich möchte vermeiden, zu viel so spontan Käufe zu machen. Aber damit habe ich schon seit einem Jahr oder so geflirtet. Und jetzt habe ich es. Ich konnte mich noch nicht so ganz entscheiden am Anfang, welche Farbe ich nehmen soll, denn es waren nicht mehr ganz viele da. Am Ende ist es dieses Weiß geworden. Denn die anderen Garne waren eher so melierte Farben und das hätte ich dann eher so glatt rechts gestrickt und das hätte ich jetzt langweilig gefunden. Und die Wollnerin hat mir dann den Tipp gegeben, hier Zöpfe daraus zu stricken oder ein Kleidungsstück mit Zöpfen. Ich bin nicht der größte Zopf-Fan. Ich kann Zöpfe stricken, aber es ist nicht mein Lieblingsmuster. Ich mag lieber Lace oder Lochmuster, machen mir mehr Spaß oder finde ich einfach schöner. Es wird, seitdem ich diesen Channel habe, wahrscheinlich, ich weiß noch nicht, wann ich das stricken werde, aber wahrscheinlich wird es dann das erste Mal, dass ihr mich Zöpfe stricken seht, seitdem ich diesen Channel habe. Und darauf freue ich mich sehr. Fühlt sich gut an. Gefällt mir. 4 Stränge habe ich. Sollte also reichen für einen schönen Pullover mit schönen Zöpfen. Und ich bin doppelt schwach geworden. Die Wollnerin hat mir netterweise kleinen Rabatt gegeben auf dieses Garn und auch auf ein anderes Garn, von dem sie nur noch 5 Knäuel da hatte und von dem die Farbe mir so gut gefallen hat. Es handelt sich um dieses Garn. Das ist von BC Garn Silk Bloom Extra Fino. 45% Maulbeerseide und 55% Super Soft Merino. In dem Laden sah das Garn eher dunkelrot, Bordeauxrot aus. Und jetzt zu Hause, je nachdem wie das Licht ist, sieht es manchmal eher so Fuchsia aus. Aber es ist super, super schön. Es ist ganz weich und ziemlich dünn. 300 Meter auf 50 Gramm. Da werde ich wahrscheinlich eher so eine Bluse stricken mit einem Lochmuster. Und ja, es ist einfach traumhaft weich. Schöne Farbe. Gefällt mir gut. Ich denke, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Wir sind ein bisschen in die Sattelschulter eingetaucht, in das Thema, haben da ein bisschen verschiedene Möglichkeiten erkundet und ich habe euch mehrere verschiedene Garne vorgestellt und auch die 2 Designs, an denen ich gerade arbeite und auch ein neues Work in Progress. Ja, das macht super, super Spaß, mit euch darüber zu quatschen und euch davon zu erzählen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt etwas Inspiration mitgenommen. Ich freue mich immer sehr über eure Kommentare. Wenn euch dieser Content und meine Videos gefallen, dann freue ich mich über ein Abo, über einen Daumen hoch und wenn ihr gerne etwas spenden möchtet, dann könnt ihr das über den PayPal-Link in der Infobox machen oder auch über meine Webseite. Meine Webseite habe ich vor ein paar Tagen übersetzt. Die ist jetzt auch auf Deutsch verfügbar und auf Französisch. Vorher gab es sie nur auf Englisch, aber jetzt könnt ihr auch auf Deutsch rumlesen, was euch interessiert. Ja, ich sage euch bis zum nächsten Mal und danke, dass ihr zugeschaut habt. Ciao!